Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Diesen Degen habe ich bei den Banditen jetzt gefunden. Ich die der Buchstabe XP, F ist in den Knauf geritzt. Den Ring hier hatte ein Bandit bei sich. Er deutet auf einen Übersehhändler. Du kannst danach diese Liste, versuchen, Lieferung von Wattras Waffen und nach dem anderen Ring Dingen des Wassers an die Banditen fragen. Hier, trägt die Unterschrift von einem gewissen Fernando. Außerdem hat Fernando, der alte Händler aus dem oberen Viertel, vielleicht zugegeben, nimmt der den schon Banditen auf? Geschäfte gemacht zu haben. Wenn nicht, dann musst du Dexter vorher machen. Okay. Wenn du Mitglied des Wassers bist, also Ring des Wassers, dann kannst du zu Saturas, glaube ich. Tut er immer so, als ja, das, er damit er mir das Ornament gibt. Ich werde genau, dafür sorgen, aber ich würde Dexter trotzdem absetzen, bis er machen, das ist halt schlauer. Reife Last davor. Das muss ich schon sagen. Ich glaube nicht, dass da was passiert. Du es nachträglich nicht mehr machen kannst, aber... Alle Kisten noch da oder so, ja. Alle Kisten noch da? Mach dich ruhig über mich, Luki. Pallad. Ja, ja. Ende. Okay. Nice. Das war jetzt gute XP, Mann. Das war... Wie viele... Wo stehst du denn jetzt? Oh, jetzt schon mal. Es fehlen nur noch 45. Genau, okay, ja, das ist gut. Oh. Schnell noch einen hier umklatschen und dann kriegen wir... Dann haben wir es. Ich meine, gut, ich bin jetzt... Stufe 10, glaube ich. Ich glaube, ich war 9, als ich in DLC, also ins DLC-Gebiet gegangen bin. Hab aber auch noch bei den Söldnern die ganze Questline gemacht. Also ich kann mich halt mit einem Safe-Game entscheiden, ob ich halt zu Mediz oder halt zu den Söldnern gehe. Ah. Ja, deswegen habe ich halt ein paar XP mehr. Das ist halt so ein Ding, das gewöhnt man sich bei denen eben. Oh, ich bin jetzt... Halt alle. Naja, egal. Ich bin jetzt quasi mit der Rüstung da durch das Hafenviertel gelaufen, aber sehr egal. So, wohin gehen wir jetzt? Zu Retro Gaming Dänemark. Dänemark, Alter. Vielen lieben Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Aber so groß war der Zorn Belias, dass er über das Land Vatras, das Tier erwählte. Vatras, Junge. Du auch nicht auf diesen Stufen mit dem reden kannst, ne? Das ist einfach absoluter Mist. Hier, erzähl mir etwas über den Ring des Wassers, meinst du? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Okay. Achso, ja, kann sein, dass du dem erst was wegen Waffenhändler sagen musst. Achso. Nochmal. Wegen dieses Waffenhändlers. Ich kenne den Händler. Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen. Dein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferung mehr tätigen kann? Ja, Martin wird dafür sorgen, dass er den Kerker sobald nicht mehr verlässt. Nice. Das hast du gut gemacht, mein Sohn. Heißt danke, das, Vater. Du wirst mich jetzt in den Ring des Wassers aufnehmen? Mein Sohn. Das war nicht unsere Abmachung. Ach so, und ja, das okay. Weißt du genau. Das war nicht unsere Abmachung. Ja, dann musst du Dexter machen. Okay. Wegen der vermissten Leute? Ja. Achso, und dann ich sagt will dir erzählen, was ich weiß. Was hast du herausgefunden? Nichts Neues. Bisher leider nichts Wesentliches. Das ist so. Ich muss mir dieses Gespräch mal so in Real Life dir vorstellen. Ich will dir erzählen, was ich weiß. Ja, erzähl. Ich habe nichts Neues herausgefunden. Warum hast du mich angesprochen? Interesting. Please tell me more. Ja. Warum redest du mit mir? Ich will unbedingt den neuen Nicolas Cage-Film anschauen. Wo er Nicolas Cage spielt? Wo er Nicolas Cage spielt, aber anders geschrieben halt, ne? Aber Nicolas Cage, es ist einfach so dumm, aber auf der anderen Seite so geil, weil er sich selbst nicht so ernst nimmt, finde ich. Er weiß einfach, dass er ein Meme ist und er nutzt das einfach voll aus. Und das finde ich geil. Okay, lass mal kurz zu dem Dude oben gehen, um vielleicht irgendwie zu leveln oder so, würde ich sagen. Wir haben jetzt noch 10 Lernpunkte. Was kann ich jetzt machen? Stärke investieren oder? Ja, immer gut. Das kann ich ja bei dem da machen, gell? Bei Wulfgar, ja. Wulfgar! Lass uns mit dem Training beginnen. Einhand erstmal. Das hier, ne? Das. 5. Kosten 10 LP. Ja. Verbessert. Dankeschön. Und direkt wieder Lost.
Gut. 4000 brauchen wir zum Aufsteigen. So, das heißt, ich gebe dir jetzt nochmal kurz ein Heads up. Und dann verschwinde ich nämlich auch ins Bett. Yes. Gehst einfach zu Dexter, dann gehst du zu Vatras, holst dir die. Dexter war in dem eingekreisten Gebiet, oder? Im eingekreisten Gebiet, da musst du hochlaufen irgendwo. Die Treppe quasi. Die Treppe, genau. Ja. Dann Vatras, dann wirst du aufgenommen im Ring des Wassers, dann kriegst du einen Brief, dann kannst du zu Saturas und dann kannst du eigentlich ins DLC. Okay. Bin ich überhaupt stark Fall. Genug dafür, um ja, ich denke da schon. Hochzugehen zu denen? Ja, ja, du musst eigentlich nur Dexter klatschen, Greg macht den Rest. Okay. Von daher hast du für heute auch genug zu tun. Hab ich das? Ja, hast du. Muss ich mal sagen, viel Spaß. Dankeschön. Danke für die Hilfe. Gute Nacht. Bitte, bitte. Tschüss. Ciao. Alrighty then. Bevor wir weiterlaufen, hole ich mir schnell was zum Trinken und dann geht's weiter. So, wir brechen auf Richtung markierte Stelle da unten zu Dexter. Bin ich mal gespannt. Ich will es aber auch nicht mehr so lange machen. Vielleicht machen wir jetzt noch Dexter, wenn überhaupt. Und dann beenden wir das für heute erstmal. Haben wir wieder schon was geschafft, würde ich sagen. Also, ja, ich habe schon wieder ein paar Fortschritte gemacht. Es sind zwar kleine Steps, aber wir haben Steps gemacht. Und das finde ich gut. Ich fand beim ersten Teil und jetzt auch beim zweiten Teil, ist der Einstieg ein bisschen hart, finde ich. Ja, es, man ist halt etwas anderes gewohnt mittlerweile bei solchen Spielen. Damals hat es vielleicht besser geklappt als heutzutage, aber... Und damit meine ich, dass es hart ist, dass es halt erstmal stark unübersichtlich ist. Du weißt nicht, was du machen sollst, wohin es geht, was abgeht. Du bist extrem schwach, kriegst sofort auf den Sack von allen Viechern. Aber es lebt halt davon, dass man halt die Welt erkundet. Also, dass man sich mehr umschaut, dass man wirklich alle Texte liest und voll dabei ist. Da... Da würde ich zustimmen. Aber mit, also so Step by Step öffnet sich so diese Welt, finde ich, immer mehr und mehr für dich. Du erfährst mehr, du weißt, wo die ganzen Leute einigermaßen stehen, mit wem du quatschen sollst, wer was braucht, was die Quests sind, wenn sie über irgendwen reden. Du kriegst immer mehr Zusammenhänge mit. Weil bei dem Dude, der da unten beim Feuer sitzt, da waren wir auch nur zweimal oder so bisher. Cool, habe ich auch 101. Okay. Nicht schlecht. Ey, seit dem neuen Android-Update irgendwie hat sich ein bisschen die Benutzeroberfläche so verändert. Finde ich ein bisschen nervig, die... Die Nachrichten werden nicht mehr so richtig gut angezeigt. Zuvor konnte ich es auf diesem Display quasi sehen, wenn eine WhatsApp kam. Und jetzt irgendwie verschwindet sie manchmal. Also wird es manchmal nicht angezeigt. Also ganz, ganz komisch. Ganz seltsam. Ja, das hat er wirklich behauptet. Ja, absolut.
Come on, ich teste meine Stärke jetzt an dir. Schön. Ich hätte es mir jetzt stärker gewünscht. War es leider. Hey Junge, warum ist das da? Weil das Licht angemacht hat? Quatschen wir nochmal mit dem. Als ob jemand deine Taschenlampe angemacht hätte hier gerade. Hey, du. Hey, Greg. Nee, der will auf jeden Fall nichts mehr von mir. Vor der Treppe speichern wir nochmal ab. Habe ich auch genug Heiltränke dabei? Ja, sollte machbar sein. Sollte reichen. Ich bezweifle irgendwie, dass Greg... Oh mein Gott, ey, schon wieder. Dass Greg irgendwie mitkommt. Irgendwie habe ich das Gefühl, der wird da oben nicht auftauchen, Mann. Ich werde da alleine kämpfen müssen. Ich bräuchte echt mal eine geilere Waffe. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich laufe immer nur mit der gleichen Waffe rum, das halbe Spiel über. So, da ist die Treppe. Oje, oje, oje. Schauen wir mal. Da ist gerade schon wieder eine Nachricht. Hä? Was? Oh wow, okay, ich bin falsch gelaufen. Lutz, schreib's mir gerade. Gehst halt nicht rechts, sondern links rum. Ich muss nochmal zurück. Also vorne bei der Gabelung quasi. Nicht nach rechts wie jetzt hier. Ich gerade gelaufen bin, sondern dort links entlang. Alright. So komplett weird. Mir hat WhatsApp angezeigt, dass ich eine Nachricht bekommen habe, aber eine Nachricht angezeigt, die ich vor 2 Stunden bekommen habe. Denkst du ja auch, hey, Scusi? Meine Uhr hat nicht mal vibriert, warum? Normalerweise vibriert meine Uhr, wenn ich eine Nachricht bekomme. So, hier nochmal speichern am besten. Wo war das jetzt? Hier. Blip, blub, blibi, blub, 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 blib, blub, blub. Was ist das? Eine Innos-Statue. 20 LP. What? Jetzt 10 Goldstücke kriegst du. Yes, Mann. Plus 1 Lebensenergie. Yes! Da ist ja noch einer. Sieht aus wie eine schwarze Steintafel. Kann das sein? Ja, das ist eine. Das kann ich nicht lesen. Das kann ich nicht lesen, okay. Ja, dann mach's nicht. Das kann ich doch Matras geben. Ich bin mal gespannt, Mann. Wie schnell ich auf den Sack bekomme. Ich höre schon irgendwelche Stimmen. Junge! Danke.
noch mehr Ärger. Und nochmal. Wir wollen ja das Ganze nicht nochmal machen. Der arme Kerl kann einem leid tun. Da ist nur einer. Der ist da am Segen, Junge. Grom. Hey, du. Alles klar? Alles klar? Ah, ein fremder Wanderer. Ich bin sehr beschäftigt, also was willst du? Was machst du hier? Was machst du hier? Was so ein Holzfäller und Jäger eben so macht. Okay. Was gibt's hier Interessantes zu sehen? Interessant ist gut gesagt. Wenn du hier weiter in den Wald hineingehst, dann wirst du auf ganz üble Gesellen treffen. Ah. Die sind etwa 3 Meter groß, haarig und ziemlich schlecht gelaunt. Also geh da nicht hin, wenn du nicht stark genug für sie bist. Okay, danke. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Oh. Klar. Aber erst besorgst du mir was Anständiges zu essen. Ich sterbe vor Hunger hier draußen. Was willst du denn? Ich will eine Flasche Milch, ein Brot und einen fetten Schinken. Und dann bringe ich dir bei, was du willst. Hab ich. Hey, du. Hey. Okay, hab ich noch nicht. Da geht's zu dem Turm dann, oder was? Man sieht einfach fast gar nichts, gell? 3 Meter groß. Was meint er? Meint er diese Schattenläufer? Oder meint er Orks? Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade irgendwie... Oh mein Gott, ich bin im Kreis gelaufen. Einfach stehen. Hinter mir ist es. Was ist da oben, ey? Wie komme ich da hoch? Da ist eine Brücke. Boah, mein Gott, ist da drin ein Bett oder so? Ich höre sie auch. Ja, die sind da oben. Ja. Die sind eher so rechts von mir. Genau das habe ich auch gesagt. Genau das habe ich auch gesagt. Du hast auch sicherlich dein Bett. Alter, erschreck mich nicht so. Ich lasse deine Truhen mal zu, ich habe keinen Bock auf Ärger. So. Oha, da ist das Vieh. Ne, er meinte auf jeden Fall. Greif einfach an jetzt. Okay. Da ist nichts zu holen. Das ist die Frage, ey. Ist also... Der... Habe ich da vielleicht einen Aufgang nicht gesehen zu denen? Ja, guck mal. Nee, da komme ich her. Ja, okay. Ist das das hier? Nee. Das ist doch nichts Neues. Es gibt ja immer noch mehr.
Hä, aber auf der Karte wirkt es so, als ob man genau hier irgendwie reingehen könnte. Hier wirkt aber nur so. Da oben höre ich wen. Ah, warte. Ich glaube, das habe ich vorhin nicht gesehen. Den Weg hier. Ja, den habe ich vorhin, glaube ich, nicht gesehen. Yes. Ich glaube, hier sind wir auf dem richtigen Weg. Dexter. Ah, ja. Was war das denn zum Teufel? Halt! Du kannst hier nicht vorbei. Halt! Ich will mit deinem Anführer sprechen. Ach so, du willst mit meinem Boss sprechen? Ja, dann lasse ich dich natürlich durch. Aber nur, wenn du seinen Namen kennst. Denn wenn nicht, muss ich dich töten. Also. Dexter. Dexter. Tja, schätze, du kennst meinen Boss. Okay, ich lasse dich durch. Aber ich warne dich. Kommst du irgendjemandem zu nahe, kommst du hier nicht mehr lebend raus. Also atme tief durch und lass die Waffen stecken. Okay, Dexter, Mann. Findest du im Haus. Ey, alles cool bleiben. Lass mich mal vorbei, du Idiot. Glaubst du wirklich? Glaubst du wirklich? Ach so. Das war. Also, okay. Da ist eine fucking Höhle, Mann. Ist der hier drin? Da ist er ja. Sieh an, wer da ist, der große Befreier. Na, du Held, was suchst du hier? Ich suche ein paar Antworten. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du freiwillig hierher kommst. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass ich dich hab suchen lassen. Noch keinen von meinen Steckbriefen gesehen? Deine Visage ist da drauf. Ja, du bist ein begehrter Mann. Hast du das nicht gewusst? Was willst du denn von mir? Ich? Gar nichts. Aber mein Boss, der ist ganz heiß drauf, dich zu töten. Dein Boss? Deswegen soll ich dich finden und deinen Kopf zu ihm bringen. Man erzählt sich, dass du Leute aus Corinius verschleppst. Da ist so ein Kerl mit der Augenklappe, der sucht dich. Du willst meinen Kopf? Komm und hol ihn dir. Ja, komm, mach mal. Man erzählt sich, dass du Leute aus Corinius verschleppst. Dahinter bist du also auch schon gekommen. Saubere Arbeit, kann ich da nur sagen. Danke. Ich dachte, ich hätte meine Spuren besser verwischt. Wo sind die Leute abgeblieben? Wo sind die Leute geblieben? Hier irgendwo in den Minen? Sie sind schon längst über alle Berge im Nordosten und unerreichbar für dich. Ich könnte dir zeigen, wo genau. Aber ich wüsste nicht, warum ich das tun sollte. Ich dachte, wir sind Kumpels. Wer gab dir diesen Auftrag? Wer gab dir diesen Auftrag? Mein Boss, ein gefährlicher Mann. Du kennst ihn. Es ist Raven, einer der ehemaligen Erzbarone aus dem alten Lager im Minental. Er braucht die Leute für seine Pläne. Und das ist auch schon alles, was du wissen musst. Stimmt. Ein Erzbaron hier in Corinius? Ein Erzbaron hier in Corinius? Er ist kein Erzbaron mehr. Er hat seine eigenen Pläne. Und das wird Corinius auch schon bald zu spüren bekommen. Raven gefährlich? Naja. Raven gefährlich? Naja. Was weißt du denn schon? Du kennst ihn nicht so, wie ich ihn kenne. Er war damals schon ein mieses Schwein, aber heute... Er hat sich verändert, seit die Barriere gefallen ist. Ein schwarzer Schatten liegt auf seinem Gesicht. Sein scharfer Blick durchdringt dich wie die Krallen eines Greifvogels, wenn du ihm zu lange in die Augen schaust. Ich kann dir nur den einen Rat geben. Verlasse Corinius so schnell, wie du nur kannst, bevor es zu spät ist. Hier gibt es nichts für dich. Nur den sicheren Tod. Ich glaube dir kein Wort. Na doch, ich glaube ihm schon irgendwie. Naja, kann man sagen. Ich glaube dir kein Wort. Hey, es ist wahr. Ich schwöre beim Grab meiner Mutter.
Ja, da muss es wahr sein. Da ist so ein Kerl mit einer Augenklappe, der sucht dich. Da gibt's so einen Kerl mit einer Augenklappe, der sucht dich. Alle suchen mich. Das schert mich einen Dreck. Wenn der Kerl was von mir will, soll er herkommen. Okay. Und was hast du jetzt vor? Und was hast du jetzt vor? Willst du mich töten? Ja. Aber du hast uns alle befreit. Deshalb gebe ich dir noch eine Chance. Hau ab. Verschwinde. Mach dich unsichtbar. Geh und lauf mir nie wieder über den Weg. Ich muss wissen, wohin du die Leute verschleppt hast. Tja, kannst ja versuchen, es aus mir rauszuprügeln. Es ist besser für dich, wenn du jetzt gehst. Lässt du dich hier nochmal blicken, werde ich nicht zögern, dich zu töten. Okay. Danke. Kurz abspeichern. Ich möchte mich mal ganz kurz hier umschauen irgendwie. Soll ich dem Greg jetzt sagen, dass ich Dexter gefunden habe? Oha, guck mal. Ein Trunk und ein Trunk. Lauf und komm nie mehr zurück. Ich komme wieder. Und da wird gekämpft, wie wahre Männer. Ganz kurz hier abspeichern. Okay. Ich wollte es nur mal ganz kurz versuchen. Also, dass er direkt so ausflippt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, hallo. Das war nur eine Truhe, Junge. Oh nein, ist das da oben so ein die Anzeige von der... Das ist wieder weg? Schnell schauen. Nein, die ist immer noch da. Shit. Egal, wir gewöhnen uns dran hoffentlich. Oh, kann ich dein Herd kurz benutzen? Mehrere alle. 203. Ja, 9 Stück gebraten. Nice, danke. Was mache ich jetzt mit dem ganzen Rest hier eigentlich? Geht hier. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Hey! Hey, Ende. Ich fragt ja keiner. Ich fragt ja keiner. Der alte Steintafel. Zack. Möglich ist alles. Erstmal mitgehen lassen. Moment! Ich wollte gerade sagen, was passiert da? Holen wir schnell die Steintafel wieder. Und gehen dann runter. Ich weiß nicht, ob ich den alleine klatschen. Ich weiß ja nicht, ey. Ich weiß ja nicht. Ich brauche jetzt nur noch einen Beweis dafür. Und den Beweis hat er eigentlich. Beweise. Was anderes, der hungrige Jäger. Ja. Okay. Oh Mann, wenn ich jetzt gegen ihn kämpfe, Mann, da kommen sie alle reingerannt, ich weiß es. Es ist vielleicht sinnvoller, erstmal runterzugehen, vielleicht Greg zu holen. Man erzählt sich ja so. Wenn er überhaupt, mit hier hochkommen, das ist ja die Frage. Ich hab keine Ahnung. Warum erfahre ich das jetzt? Ich versuch's mal alleine. Also vielleicht pull ich ja die anderen irgendwie nicht und die bleiben da, wo die sind und ich kämpfe nur gegen Dexter. Das könnte ich mit etwas schießigem Glück vielleicht sogar schaffen. Vielleicht. Du hast es nicht anders gewollt. Ja. Da knüppelt sich aber ordentlich jemand draußen.
pack das Ding weg. Befehle. Jawohl. Da wird jemand ordentlich geschlagen gerade. So, lass mal kurz hier oben speichern. Okay, wir haben es geschafft. Das war gut. Nachricht. Konstantins Liste. Sias Brief, Steckbrief, Befehle. Dexter, du Mistkerl. Als ich noch Erzbaron war, warst du nicht so unzuverlässig. Wenn du es nicht schaffst, noch mehr Bürger aus der Stadt zu entführen und zu mir zu entsenden, dann werden wir bald ein handfestes Problem mit den Jungs in unserem Versteck haben. Ich brauche hier mehr Sklaven, sonst starten die Jungs hier noch eine Revolte. Und was das heißt, muss ich dir nicht sagen. Oder? Ich stehe kurz davor, in den Tempel hinein zu gelangen. Da kann ich mir die Störung dieser Art nicht leisten. Und noch ein Problem. Auf kurz oder lang müssen wir einen Weg über die hohen Berge im Nordosten von Korinnes finden. Die Piraten machen die Überfahrten sicher nicht mehr lange mit, wenn wir sie nicht mehr dafür bezahlen. Wir sprechen uns noch. Jemand hat da draußen entweder gewonnen oder verloren. Also, natürlich, klar, logisch. Ich meine... Bleib stehen, du Lump! Lass doch das Ding los! Meine Güte. So, es ist die Anzeige wenigstens weg. Bleib stehen, du Lump! So, wer da draußen jetzt verloren? Greg! Dein Hut wechselt die Farbe. Alles mitnehmen. Der hat hier alle weggeknüppelt. Was geht mit dem? Da kommt noch einer. Das war's für dich. Oh shit! Ich hasse es, geone-shottet zu werden. Wenn du halt kurz nicht aufpasst, Mann. Ach so, er will zu dem da. Bitte jetzt nicht auf mich. Das war's für dich, Penner. Das war's für dich, Penner. Hey. So, Dexter ist wohl erledigt, was? Sieht so aus, als sei er tot. Das wurde aber auch Zeit. Sieh mal nach, was er bei sich hat. Dexter hatte diesen Brief bei sich. Zeig mir das Ding mal. Ach, verdammt. Nein. Ach so. Dann bin ich hier gestrandet. Dexter war meine letzte Hoffnung. Was wolltest du von Dexter? Was wolltest du von Dexter? Der steht da noch kurz herum. Ich komme von jenseits der Berge im Nordosten dieser Insel. Und da will ich wieder hin. Ich hatte gehofft, der Mistkerl wüsste, wie man da hinkommt, ohne mit dem Schiff fahren zu müssen. Ich habe einen Piraten namens Skip in der Nähe der Hafenstadt gesehen. Der Idiot! Ich habe 3 Tage dort gewartet. Warum kommt er denn jetzt erst? Wenn ich wieder zu Kräften gekommen bin, kann er sein blaues Wunder erleben. Bist du der Captain, Alter? Was gibt es da hinter den Bergen? Ich kann dir nur raten, nicht zu versuchen, das Land dort zu betreten. Es ist eine raue Gegend. Ein Wicht wie du, der wird da nicht lange überleben. Ja, ich glaub's. Eine Sache noch. Wir haben schon genug gequatscht. Eine Sache noch. Wir haben schon genug gequatscht. Okay. Ende. Ah, töte ihn! Nice. Das war's. Das war's, du Lump. Ja, die hat direkt lootet, Alter. Der Mistkerl hat noch nicht mal Gold dabei. Deine Waffe nehme ich mal lieber mit. Nein, lass ihn, Mann. Ich will seine Waffe haben. Ich
luder jetzt erstmal alle hier weg, Mann. Auch wenn ich die Hälfte davon überhaupt nicht brauche. Hey, lieber haben statt brauchen, ne, würde ich sagen. Und ich meine, man kann alles dann wunderbar verkaufen. Noch einmal. Oh mein Gott. Und die heißen Wache, manche Banditen. Wer seid ihr wirklich? Auch einen schweren Ast einfach mal mitnehmen. Gut. Gut. Was haben wir denn so alles bekommen jetzt eigentlich? Kann ich immer noch nicht tragen. Grobes Schwert brauche ich nicht. Irgendwie so einen tollen Ring bekommen vielleicht. Ich brauch das Ding eigentlich gar nicht mehr. Ich kann jetzt... Überseehändlergilde. Araxos. Das ist ein Questring wahrscheinlich. Lass ich mal an. Kann wichtig sein. Oh wow, wie ich aussehe. Sehr gut, Leute. Finde ich hervorragend. Guck mal. Jetzt haben wir das geschafft. Ich bin zu weit weg. Oh, what the hell? Oh no. Diese Minecrawler. Ey, forget it. Ich da gehe ich erstmal nicht rein, Mann. Lederbeutel. Ist ja nice. Ist der? Du? Da ist er, ja. 25 Gold. Das ist der Hammer. Ey, haben sie die Schafe da mit dem Fell aufgehängt? Die sind so dumm. Kommt da jetzt einer? Boah, voll Glück. Und nur Mist drin. Super. Gut, dann brechen wir auf. Wieder Richtung Heimat, würde ich sagen. Ich war ja noch nicht auf dem Turm da oben. Warte mal, wo ist Greg hin? Ist er hier entlang gelaufen? Nee. Oh shit. Schade, ich dachte, der Typ stürzt jetzt ab. Das wäre so. Aber er steht kurz davor abzustürzen. Er ist abgestürzt! Der Trottel! Jetzt noch nicht selber abschützen, ne? Sich anders, ob er gerade aufstehen würde. Bleib stehen, du Lump! Nein, ihr macht jetzt nicht beide denselben Move! Oh mein Gott! Wie dumm waren die denn? Oh Mann! Ja. Tschüss! Alter, sind die hohl. Jetzt! Alter. Aber gut Schaden gedrückt habe ich ihm.
Jawollo. Das hat alles so viel Zeit. Ah, ging direkt auf. Ja, nice. Trank. Jawoll. Oha, hier oben sind Raben. No way, es hat sich nicht gelohnt. Kann man da hoch? Nee, oder? Nee, okay. Also ich glaube nicht. Ja, dann gehen wir zurück zu Vatras. Und zu irgendwem anderen halt noch. Und berichten von der Waffenlieferung. Oder besser gesagt von den Banditen. Waffenlieferung haben wir ja schon gemacht. Banditen, genau. Junge, die waren halt echt super hohl, ne? Oh oh. Ich meine auch. Das ist so bescheuert, dass man nicht da so ein bisschen die Sicht irgendwie leicht ändern kann oder so. Halt mit der Maus, ja, aber das ist ja auch nicht so gedacht, oder? Irgendwie eine Taste gedrückt halten, dann kannst du das ändern oder so? Ja. Ja gut, dann auf zum Dorf zurück. Wie viel brauche ich? Level brauche ich noch? Ja, Erfahrungspunkte. Boah, doch noch so viel. Okay. So, guck mal. Hier, da liegt er. Oh, das tut mir aber leid jetzt. Sind die anderen beiden hingeflogen? Oh, das ist ein Lederbeutel. Oh. Ein Lederbeutel. Öffne ihn, Mann. Cool, Mann. Cool. It's cool, man. Also, ich schau mal ganz kurz. Vermissten Leute. Jetzt habe ich das schriftlich. Raven, der ehemalige Erzbaron, steckt hinter den Entführungen der Bürger von Corinis. Raven hat sein Versteck irgendwo hinter den Bergen im Berge im Nordosten von Corinis. Vatras sollte sich dieses Schriftstück mal anschauen. Okay, wir gehen auf jeden Fall zu Vatras. Gut. Der Banditen von Nordöst im nördlichen Wald von Sekopshof. Ich hab das Ding. Bromor. Zu ihm gehen wir auch. Okay. Ja, von der vierten Rückkehr. Okay, also die Mission ist noch nicht vorbei, ne? Dann geht's quasi noch weiter. Das ist was anderes. Ja, aber super, der Fernando ist jetzt im Knast. Was soll ich da mal jetzt machen? Wieso kann ich ja nicht weitermachen? Aber anscheinend schon. Okay. Also hören wir zu Vatras und dann zu Bromor, geben wir die Schale ab und dann haben wir es ja auch. Haben wir einen guten Abschluss, würde ich sagen. Sehr schön. Also an dieser Stelle auch nochmal Dankeschön an alle, die noch zuschauen. Vielen, vielen lieben Dank für den Support. Finde ich geil. Freut mich. Ob jetzt hier live auf Twitch oder als VOD auf YouTube. Auf YouTube! Irgendwann muss das hier so kommen. Ach was, ich hab zu danken, ohne Scheiß. Das wird sich nie ändern.
ist halt echt ein Privileg, dass Leute zuschauen. Ich find's geil, wenn da welche sich aktiv dazu entscheiden, das Ganze hier zu schauen. Ich meine, man kann auch ganz andere Sachen einschalten. Dann gucken, ob es jetzt eine Serie ist oder einen anderen Stream oder so. Aber dass ein paar bewusst sagen, sie schauen lieber mir zu, finde ich cool. Aber muss man sich mal geben, es sind jetzt gerade laut meiner Anzeige hier 13 Leute, die zuschauen. Wenn ich mir jetzt überlege, dass 13 Leute bei mir im Zimmer sitzen würden und mir zuschauen würden, finde ich das schon krass. Das habe ich früher auch gesehen. Ja, Memphis, der Paul würde morgen mitmachen. Ich habe mir auch überlegt, sie anzuschreiben, die du mir geschickt hast. Aber ich dachte mir so, ich weiß nicht, wie das rüberkommt. Ey, noch nie was mit ihr geschrieben oder so und auf einmal kommt so eine Bitte. Und ich kann mir vorstellen, dass sie so auch ihre Freunde hat, mit denen sie morgen das DLC zocken möchte. Ja, morgen kommt das neue Season von COD, also von Warzone, mit King Kong und Godzilla. Keine Ahnung, wie die da auf der Map rumlaufen werden, ob da überhaupt was zu sehen ist oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall schauen wir dann morgen rein. Mit dabei ist dann Kevin und Paul. Ich habe dich jetzt nicht gefragt, Pieper, weil ich dachte, A, dein Internet ist gerade am rumspacken und B, habe ich gedacht, du müsstest wahrscheinlich morgen Abend sowieso arbeiten. Wobei wir eh bald, würde ich sagen, bald wieder ein bisschen COD zocken. So als Eingrooven fürs neue COD. Ein bisschen reinkommen. Hey, zeig mal, wo es war und lass zusammen Gorilla smashen. Ja doch, Gorillas. Ja, vielleicht müsste man... Wow, es ist jetzt alles so, wie ich es halt nicht, genau das Gegenteil, wie ich es gedacht habe. Ich muss morgen nicht arbeiten, das Internet läuft geil. Super. Hammer. Ja, ich meine, wir können gerne auch zu viert zocken. Ich meine, je mehr, desto besser. Okay, jetzt eh nicht so Lust. Ja, alles klar. Ich verstehe schon. Hey. Hey! Ich habe noch mehr Steintafeln für dich. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut, hier. Nimm ein paar Tränke als Belohnung. Dankeschön. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich weiß, wo sie sind. Ich weiß, wo die Vermissten sind. Was hast du herausgefunden? Sie sind von einem Kerl namens Raven in einen fernen Teil der Insel Korinnes verschleppt worden. Was gibt dir diese Gewissheit? Ich habe seine Befehle gelesen. Er lässt die Banditen der Umgebung für sich arbeiten. Hier. Gut. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich dachte schon, wir müssen uns damit abfinden, es niemals zu erfahren. Zurück. Bin ich jetzt bereit? Ich bin bereit, mich dem Ring des Wassers anzuschließen. Boah, da 400 Erfahrungspunkte. 400. Ja, aber er hat mich ins Minental geschickt, um einen Beweis für meine Worte zu bringen. Du musst entscheiden, was du als nächstes tun willst. Mir war nur wichtig, dass er die Nachricht erhalten hat. Jetzt liegt es an ihm, zu handeln oder auf deinen Beweis zu warten. Was dich betrifft, du hast bewiesen, dass du unverzichtbar für uns bist. Du sollst zu unseren Kindern gehören und in unserem Namen in die Welt hinausgehen, um Adanos Wille zu vollbringen. Ich übergebe dir deinen Ring des Wassers. Möge er dir dienen, deine Verbündeten zu finden und mit ihnen gemeinsam das Gleichgewicht dieser Welt zu erhalten. Nice. Adanos möge dich schützen. Geh nun hin und triff dich mit deinen Brüdern. Sie werden dich in der Taverne zur Toten Harpie erwarten und dich in unsere Gemeinschaft aufnehmen. Die Taverne wirst du kennen. Sie liegt auf dem Weg zu Onas Hof. Das merken wir uns. Vergiss nicht, deinen Ring zu tragen, damit deine Brüder dich als einen der ihren erkennen. Wer? Brauche ich nicht. Okay, alles klar. Ja, alles klar. Den setze ich auf jeden Fall mal auf. Dieser Ring gehört dir. Ich
Perfekt. Aber mit ihm fortgespült. Aber mit Bäume ihm fortgespült. Wer wollte jetzt noch Beweise von mir haben? Überkam eine tiefe Trauer. Er hat gerade irgendwas gesagt, oder geh hin und beweise oder so? Für wen? Für André? Hey, du. Hey, du. Ah, ne, okay. Ich dachte, ich kann Torben vielleicht sagen, dass ich Elfrich gefunden habe. Nur mal so. Aber lass uns doch noch schnell zu Laris gehen. Vielleicht kann ich ihm seinen Ring wiedergeben. Und ihm sagen, hey, pass auf, ich bin jetzt ein Mitglied. Gehört zu euch. Yay. Von selbst ist er nicht da. Hey, du. Hey. Das hätte doch besser. Hier ist ein Aquamarin-Ring. Hier ist ein Aquamarin-Ring. Da hast du ja noch mal Glück gehabt. Ich dachte schon, du hättest ihn verloren. Aber bestimmt nicht. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Jetzt willst du sicher deine Ausrüstung haben. Gut, pass auf. Wir haben bald ein geheimes Treffen in Orlands Taverne. Komm, sobald du kannst, dorthin. Wir werden dir deine Ausrüstung dort aushändigen. Okay, cool. Danke. Dann lass mich mal schnell das noch anziehen, bevor ich hier noch massakriert werde oder so. Das hätte ich dir vorher sagen. So. Wo war der? Der war's, ja. Ich will mich aber sehen. Nein, ich habe deine Schale gefunden. Ich habe die Schale gefunden, die Lucia dir gestohlen hat. Großartig. Das wurde aber auch Zeit. Großartig. Willst du gar nicht wissen, wo Lucia ist? Willst du gar nicht wissen, wo Lucia ist? Nein, wieso? Die Schale ist doch wieder da, oder nicht? Es ist bisher ohne Lucia gegangen, dann wird es das auch weiterhin. Reisende soll man nicht aufhalten. Da hast du absolut recht. Wie sieht's aus mit dem Finderlohn? Wie sieht's aus mit Finderlohn? Du kannst dich mit einem meiner Mädels umsonst vergnügen. Ist das nichts? Ah, das ist mir zu wenig, Junge. Das ist mir zu wenig. Nimm es, oder du brauchst hier gar nicht wieder aufzutauchen. Oh Mann. Ja, dann hier. Abgemacht. Hier deine Schale. Jo, danke. Nochmal 200 Erfahrung. Geh zu Nadja. Sie wird dich nach oben begleiten. Danke. Mach ich jetzt aber nicht. Brauche ich nicht gerade. Dankeschön. Wer sagt denn sowas? Okay. Auf die falschen Leute gehört. Ich würde sagen, wir machen auch noch schnell schlafen zur Nacht. Also bis die Nacht einbricht. Bis zum Abend schlafen. Aber ich speichere noch schnell ab. Und gucken mal in der Taverne, ob da. Ich hab was anderes gehört. Dann krieg ich eine coole Ausrüstung, sagst du? Ich bin ganz deiner Meinung. Es gibt doch noch mehr. Gewusst. Hey! Hey! Ich hab was anderes gehört. Nee. Hey! Hey! Ich weiß nur, warum er sich so aufregt. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ich habe das schon gedacht. Der Job ist gut gelaufen, aber über meine Auftraggeber spreche. Okay. Wo ist Lach? Da ist Lach. Mein Gott, wo warst denn du jetzt die ganze Zeit? Warte mal. Hätte ich noch länger schlafen sollen? Hey, du. Hey, du. Du hättest auch ruhig sitzen bleiben können, ist okay. Ich habe mich das schon gemacht. Soll ich nochmal schlafen gehen? Ich gehe nochmal kurz pennen. Oder meinte er nicht jetzt? Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Laris lud mich ein, zum Geheimtreffen des Ring in Orlands Taverne zu kommen. Orlands Taverne. Das ist nicht die. Oder? Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Nee, Orlan ist doch der Hof vom Hoftypi, oder? Das war doch schon vorher klar. Okay, dann
Also, ich glaub's zumindest. Gurinis! Schade, hier steht auch nichts. Das hat er doch vorher gar nicht, an wem man noch glauben soll. Okay. Dann. Ich muss mal überlegen, was wir noch machen könnten. Wassermagier. Sollen wir noch ein Portal hätte ich noch machen sollen? Das finde ich strange, dass da noch der zu. Dass Fernando da noch aufgelistet wird. Lass uns mal noch vielleicht schnell darüber schwimmen. Oder? Nee, komm, scheiß drauf. Das machen wir jetzt nicht. Ich würde sagen, wir legen uns jetzt nochmal hin. Oder so. Und speichern auch ab. Ganz wichtig. Und dann beenden wir das für heute erstmal. Mal kurz gucken, wer so live ist. Soll ich mich denn noch alles kümmern? Wird sich das jemals ändern? Okay. Einige Probleme. Eigene Probleme. Ich bin ganz normal. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ich hätte das. Er muss das ja besser wissen. So. Er sollte lieber den Mund halten. Ich wundere mich über. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Wunderbar. Also dann machen wir in der nächsten Folge. Gehen wir dann zu. Moment, müsste ich da nicht eigentlich einen Brief von Batras noch bekommen? Oder passt das jetzt schon für Saturas? Dass ich quasi das Ornament bekomme. Ich meine, ich gehöre jetzt zu denen, also soll er mal hier nicht so Auge machen. Hey, du. Hey, du. Mehr. Oh, nee. Kann ich nicht machen. Okay. Dann speichern wir mal ab. So. Und vielen lieben Dank. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Haut rein. Tschüss.